Wir wissen ja, dass Jurassic World 4 oder eben die Fortsetzung, wir sagen einfach immer weiterhin jetzt noch Jurassic World 4, weil es eben noch keinen richtigen Namen hat. Jurassic World 4 soll ja quasi ein Soft-Reboot werden, das heißt, die ganze Geschichte spielt zwar nach Jurassic World Dominion, einem ziemlich beschissenen Film, der aber dann mit diesem Soft-Reboot mehr oder weniger ausgeblendet wird. Oder quasi werden alle vorherigen Filme mehr oder weniger ausgeblendet. Das heißt, die sind zwar passiert in dem neuen Film, der dann kommen soll, aber werden eben nicht mehr sehr viel zur Geschichte beitragen. Das heißt, wir werden Owen Grady nicht mehr sehen, Maisie wird nicht mehr mit dabei sein, Claire, Dr. Henry Wu werden alle sehr wahrscheinlich nicht mit dabei sein. Wer weiß, inwiefern dann doch noch gesagt wird, ja, wir haben jetzt hier halt mal Cameos von der einen oder anderen Figur. Das kann eben alles passieren. Das Interessante daran ist aber eben, dass der neue Jurassic World Film ja 2025 laut ersten Angaben schon erscheinen soll. Und wir haben bisher quasi ein fast fertiges Drehbuch. Ne? So viel wie wir jetzt eben wissen bis dato. Und das heißt, dass wir noch nicht mal einen Cast haben. Also wir haben noch nicht mal Schauspieler, die in dem Film mitspielen sollen. Zumindest laut dem, was wir bis jetzt wissen. Eventuell kommt dann auch irgendwann die große Nachricht, dass man es doch schon längst weiß, man ist schon viel weiter in der Produktion des Films. Aber wie es jetzt eben aktuell aussieht, nach dem aktuellen Stand, fehlen uns noch sämtliche Hauptdarsteller. Das heißt, ein Bryan Cranston hätte durchaus das Potenzial und eben auch die Chance, an der ganzen Nummer mit dabei zu sein. Und er hat sich dazu geäußert. Nämlich ist ein Film promoted worden, der heißt, ich habe den Namen nicht auf dem Schirm. Steht das hier irgendwo? Nee. Ist auf jeden Fall dieser eine Film mit Henry Cavill, der jetzt promoted wurde. Und zwar von Bryce Dallas Howard und eben auch Bryan Cranston. Bryce Dallas Howard ist mit als Schauspielerin mit dabei und Bryan Cranston eben auch. Hat ja das Gerücht längere Zeit kursiert, dass eventuell Bryce Dallas Howard die Regie vom neuen Jurassic World Film übernehmen könnte. Ich sehe auch gerade, da ist vor 2 Stunden von Moviepilot ein Video online gekommen zum Thema Jurassic World 4. Das schauen wir uns dann gleich auch nochmal an. Und jetzt sehen wir mal nach, was die beiden dazu zu sagen haben. Es soll wohl darauf hindeuten, dass die eventuell Bock hätten, sowohl Regie zu führen, also Bryce Dallas Howard, als aber auch, dass Bryan Cranston Lust hätte, am Film schauspielerisch mit dabei zu sein. So. Dann gehen wir gerade mal rein. Seite wiedererstellen. Microsoft Edge. Nein, das lassen wir mal schön sein. So. Ich brauche meine Kopfhörer und dann hören wir mal, was die beiden zu sagen haben. Auf geht's. Haben wir in diesem Fall sogar Untertitel. Da wurde sich nämlich auch beschwert, man könne ja Untertitel einfach immer auf Deutsch stellen über Einstellungen. Untertitel automatisch. Irgendwas soll man da einstellen können, dass die wohl von der KI auf Deutsch übersetzt werden. Ich finde jetzt hier allerdings nichts, von daher... Ja, müsst ihr mir das eben einfach mal schreiben unter die Kommentare, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, wie man das am besten einstellt. Wir legen jetzt auf jeden Fall los. We've got a new Jurassic World movie on the way. And Claire Dearing herself, Bryce Dallas Howard, was recently asked the question, would you return for Jurassic World 4? Her answer might just surprise you. Actor Bryan Cranston also teased his interest in the movie, stating, I love to be a part of Jurassic World. Could the legendary... Oh, er hat sogar gesagt, er würde es lieben, ein Teil von Jurassic World zu sein. Also ohne Scheiß. Also wenn er jetzt schon selber sagt, er hat Bock drauf und Universal ihn trotzdem nicht nehmen würde, würde ich es nicht verstehen. Every actor and Breaking Bad star have a role in the next Jurassic World movie. Could we see Bryce Dallas Howard return to the franchise, but this time in the director's chair? The announcement of Jurassic World 4 came with the reveal that David Koepp has been writing the screenplay. Why is this important?
David Koepp wrote Jurassic Park and its 1997 follow-up, The Lost World, so bringing him back shows that the producers and the studio are taking steps to return the franchise back. Wer will nicht ein Teil davon sein, das ist richtig. Allerdings glaube ich, dass wenn ich sagen würde, ey, ich will ein Teil von Jurassic World sein, wäre das Universal relativ egal. Wenn es aber eine große Nummer sagt wie Bryan Cranston, wie dumm müsstest du denn wirklich sein und diesen Mann nicht anfragen? Also ich wette mit euch, der wird mindestens angefragt. Was dann am Ende bei rumkommt, auch wegen finanziellen Gründen, das weiß man eben nicht. Aber ey, einfach mal die Vorstellung, ein neues Jurassic-Franchise, das ein bisschen düsterer und geerdeter ist, mit Bryan Cranston als Paläontologe. Wie krass das einfach wäre. Das wäre so genial. Back to its roots in some way or another. With the next entry in the Jurassic Park franchise currently aiming for a 2025 release, and with filming rumored to begin in roughly 5 months' time, the next Jurassic World movie is well. Ey, ich sehe das immer noch ein bisschen skeptisch. Ich immer skeptischer. Je öfter ich das höre, 2025 und die haben noch immer keinen Cast und keine Regie. Oh, ey, die müssen aber das Drehbuch dann so perfekt geschrieben haben, dass die auf jeden Fall davon ausgehen können, dass sie keine Nachdrehs oder ähnliches mehr haben. Das muss einfach sitzen jetzt. Well and truly in development, and it's going to be a very exciting year as we continue to learn more about the new sequel. Welcome back to Jurassic Outpost. Let's get into the video. While I don't think many of us were expecting news of a new Jurassic World sequel quite so soon, Universal Pictures surprised audiences last week with the reveal that it's full steam ahead on Jurassic World 4 and that we'll be entering a... Ja, Jurassic World 4 glaube ich immer noch nicht dran, dass das ganze Ding Jurassic World 4 heißt. Da wird ein anderer Name kommen. Wir nennen es jetzt einfach nochmal Jurassic World 4, solange bis wir wissen, wie das Teil wirklich heißen wird. Und ich würde mich echt freuen, wenn sogar das World aus dem Jurassic-Titel verschwindet, wenn man was ganz Neues versucht. Das würde mich sehr freuen. Whole new era. What do we know so far? The Hollywood Reporter told us the studio is deep into the development of an all-new Jurassic World movie and has David Koepp back. Das Studio ist deep into the development of an all-new Jurassic World movie and has David Koepp back in the cape. Das kennen wir ja schon. Das war ja das, was eben veröffentlicht wurde, was quasi dann der große Leak war. Kann es sein, dass die schon den Cast haben, wo noch Secret ist? Das kann sein, ey. Das wäre natürlich krass, wenn Bryan Cranston zu dem Zeitpunkt schon ganz genau weiß, dass er mit dabei ist. Er darf es aber eben einfach noch nicht sagen. Und im Endeffekt müsste das so sein, ey. Die müssten ja schon so unfassbar viel weiter sein mit dem Film, als wir das wirklich wissen. Weil wenn du jetzt noch keinen Cast hast, und das ist, ey, das, nee, die müssen schon weiter sein, hundertprozentig. Was haben wir denn als nächstes für irgendwelche Conventions, wo sowas vorgestellt werden könnte? Wir haben heute Abend irgendwie so eine Sony-Präsentation, da wird das wohl kaum sein. Haben wir noch irgendwas wie eine E3 oder so ein Kram? Irgendwie, wo man... Fällt mir jetzt auf jeden Fall nicht ein, aber die würden dann mit Sicherheit veröffentlichen, ey, der Cast steht schon. Und Bryan Cranston als Hauptdarsteller, das wäre einfach Bombe. Back at the keyboard, Koepp was the writer of the original 1993 Jurassic Park, famously directed by Steven Spielberg, and its sequel, 1997's Jurassic Park, The Lost World. How could they? It's The Lost World, Jurassic Park. The project, which has been flying under the radar, is... Danke, hat aber vollkommen recht, ja. Also es ist nicht Jurassic Park, The Lost World. Lost World mit dem Untertitel Jurassic Park. Das ist wichtig. Far enough along and the script in a well-liked shape that the studio is whispering of a possible 2025 release date. Jurassic World trilogy producer Frank Marshall is back producing the movie alongside his producing partner Patrick Crowley, who... Okay, das ist erstmal so ein Ding, wo man vielleicht skeptisch sein könnte, aber ich glaube trotzdem, dass der Grund, warum Jurassic World so geworden ist, wie es geworden ist, ob man es mag oder nicht, ist Colin Trevorrow gewesen. Also worked on the Three World movies, and Steven Spielberg is executive producing again under the Amblin banner. The report told us that the new movie will launch a new Jurassic era with an all-new storyline and suggested that the studio is ruling out the return of Owen, Claire, and the OG trio who reprised their roles together in Dominion. So, of course, there's already a lot to take away from this news. The franchise is heading into a new era. The possibilities are currently quite open and varied for where the story could go. And while many are hoping for a direct sequel to Jurassic World Dominion, we do believe that this will be starting something new, something fresh, and perhaps something that...
Ja, das Ganze wird auch irgendwas Frisches werden, bin ich mir auch sicher, aber die werden trotzdem auf Jurassic World Dominion aufbauen. Das wurde zwar noch nie 1:1 so gesagt, das wurde ja bisher immer nur gesagt, dass man zurück zu den Wurzeln gehen will, dass es jetzt eben fresh and new werden soll. Und trotz allem werden die nicht einfach nicht auf Dominion aufbauen. Die haben jetzt wirklich 6 Filme lang gebraucht, um Dinosaurier aufs Festland zu verfrachten. Die werden jetzt Geschichten erzählen mit Dinosauriern auf dem Festland. Das wird so passieren. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Habe ich auch für den Spinosaurus in Dominion gemacht. Ist dumm gelaufen. Aber das ist alles vergessen. Tonally aligns more with the two movies that David Koepp wrote more than the others. In a way, we can consider their approach similar to Jurassic World in 2015, which was a reboot but maintained the previous three movies canon and continued the story rather than retelling it. Das stimmt aber eigentlich. War Jurassic World auch schon ein Reboot? Jurassic World hat... Ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel tatsächlich. Jurassic World hat die alten Filme nicht zwingend ausgeblendet, aber du musst sie nicht unbedingt kennen, um die drei Filme zu verstehen, meine ich. Außer halt die Beziehung so von Ellie und Ellen und bla bla bla. I thought we weren't getting one. How could they continue the story? Ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich nur Englisch verstehst. So if you just can understand the English language, you can tell me. So I can answer you in English. Aber die Frage ist auch interessant für euch wahrscheinlich, wie man jetzt die Geschichte weiter fortführen kann. Das ist ja die Frage hinter der ganzen Nummer. Die werden einen Bruch in die Geschichte reinsetzen und werden nochmal irgendwas ganz von vorne anfangen. Das wird so passieren. Und Jurassic World hat es ähnlich gemacht. Die haben einen Bruch gemacht und haben dann quasi nochmal etwas von vorne erzählt an der Geschichte. Aber es war auch ein anderer Ton. Jurassic World fühlt sich auch vom Ton her nicht genauso an wie Jurassic Park. And while that really does sound as though we probably won't be seeing the leading stars of the Jurassic World trilogy in the fourth world movie, Bryce Dallas Howard has for a long time now been on a lot of people's radar to take over the director's chair for a sequel. Do you think I'm speaking Spanish? That's the German language. Cool. Even Colin Trevorrow's. In an interview from back in 2022, Colin stated that he wanted Bryce to make a Jurassic movie and said Bryce actually can direct whatever she wants, and if she would ever make that choice to come and make a Jurassic movie, we would consider that a tremendous privilege for us. While it is currently unknown what Colin's involvement will be with the franchise going forward, it's no secret that Bryce has both the talent and the connection to the franchise. Das muss ich aber auch sagen. Bryce Dallas Howard hat in Jurassic World als Claire jetzt vielleicht nicht die geilste Rolle gespielt. Das lag aber halt auch zum Großteil an dem Kollegen hier und an seinem extrem beknackten Drehbuch. Aber die kann auf jeden Fall auch Regie führen. Das hat die auf jeden Fall drauf. Und ich will mich hier auch nicht festlegen, aber das könnte schon in Stein gemeißelt sein. Das könnte jetzt einfach sein, dass die beiden sich so ein bisschen verquatscht haben, dass das schon längst beschlossene Sache ist, dass Bryce Dallas Howard die Regie führen wird und dass Bryan Cranston die Hauptrolle spielen wird. Möglicherweise bekommen wir das dann schon irgendwann die Tage mit. Das würde mich halt unfassbar freuen. Das wäre geil. To make a solid choice to direct a sequel. In a new interview with the filmmaker to promote her new film Argyle, Bryce was asked the question, will you return for Jurassic World 4? And while seemingly caught off guard by the question, the actor responded, suggesting that she hopes the sequel introduces new characters and that new storylines will be a part of that. It's a big sci-fi idea and it doesn't need to just be seen through the eyes of specific characters. I mean, of course, I would love to. So you would go back. You're not saying you want to move. Was ist das überhaupt für eine Frage? Wenn du für den Film, wie heißt der? Kann ich nicht aussprechen. Argyle? Nee. Das ist auf jeden Fall dieser Agent, der eben von Henry Cavill gespielt wird. Wenn du bei so einem Interview dann auf einmal Fragen zu Jurassic World 4 stellst. Auch sehr charmant.
So, das habe ich vergessen. Das habe ich extra noch hinzugefügt gehabt, damit das hier beim Reaction-Ding so ein bisschen besser aussieht. Das machen wir jetzt auch genauso. So. Okay. Move on from it. Yeah, no, I mean, I absolutely would, but I also, like, I yearn for the franchise to expand and to see, you know, new generations of actors be a part of that. The clip doesn't give any indication that Bryce is already working on the project, and I wouldn't be surprised if she doesn't feel the need to return to the franchise just yet, in whatever capacity that might be. But then again, she is an accomplished, award-winning actress and director. Just how coy is she being? Regardless, her answer really demonstrates her love for Jurassic and for sci-fi stories, which is why she's a huge asset for the franchise. Als ob das geplant ist, kein Teaser hier und da. Nein, du brauchst jetzt noch keinen Teaser machen, wenn der Film nächstes Jahr rauskommen soll. Es gibt Beispiele, es gibt Cloverfield, ne? Das Cloverfield-Paradoxon war es, glaube ich, gewesen. Da kam der allererste Trailer, kam raus und am Ende des Trailers hat dann einfach nur dabei gestanden, jetzt auf Netflix verfügbar. Das Ding war direkt draußen, nachdem der erste Trailer rausgekommen ist. Das heißt, hat nichts zu bedeuten. Also, ey, wenn da jetzt irgendwie was angekündigt wird, keine Ahnung. Das können sie auch erst, wenn die das Ende des Jahres jetzt machen würden, da käme dann der erste Trailer raus, würde das vollkommen reichen als Marketingkampagne für einen 2025 erscheinenden Film. Franchise currently and could be a great choice to direct a future installment. Anyway, it doesn't stop there. We couldn't really believe this one, but sat next to her is none other than the actor Bryan Cranston, more recently known for his leading role in Breaking Bad. This actor has been on screens for decades and appeared in Gareth Edwards' 2014 Godzilla. The actor jumps in. Maybe even someone of an older generation, an actor. Exactly. Who could be a part of that. Exactly. Would you like exactly. to be part of Jurassic World? I would love to be a part of Jurassic. Ey, das erinnert mich so ein bisschen an das Interview, was damals geführt wurde mit Andrew Garfield, wo er auch gefragt wurde, ob er im neuen Spider-Man-Film mit dabei ist. Und er auch gemeint hat, nein, ich bin nicht mit dabei. Was ja gelogen war, wie wir jetzt alle wissen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass hier, dass die beiden schon wesentlich mehr wissen. Ob das jetzt wirklich so kommt und sie ist in der Regie und er ist der Hauptdarsteller oder zumindest ein Teil der Hauptdarsteller. Weil sie ja auch gemeint hat, sie würde sich wünschen, dass im neuen Jurassic-Franchise eine jüngere Generation die Chance bekommen würde. Gerade eben auch als Schauspieler wäre Bryan Cranston aber trotz allem so eine Art Mentor-Figur. Der würde halt voll den geilen Paläontologen abgeben. Die sollen sich aber ja nicht wagen, irgend so eine Scheiße zu bringen wie, du bist dann der Bruder von Alan Grant oder so ein Kram. Das will ich nicht sehen. Einfach weg von dem anderen. Lass es einfach jetzt gewesen sein und das ist einfach jetzt eine neue Geschichte, die erzählt wird. Bryan Cranston als Paläontologe und dann eben jüngeren Schauspielern. I love those movies. And while of course these Moin Kumpelblase. Promotional interviews for movies are just that, promotions, meaning they're meant to stir up excitement about films, not to be taken too seriously. It is interesting that an experienced and uniquely talented actor like Cranston didn't hesitate to say he's at least interested in Jurassic. You'll never know how much I love you. Sleep well, my little angels. Would you like to see Bryan Cranston in a Jurassic World movie? The actor certainly has the chops for any given role, and his role in Godzilla showed that he's comfortable as an actor in a big, action-packed, creature-filled blockbuster movie. Many of you will first remember Bryan Cranston from his role in Malcolm in the Middle, which showed how dedicated the actor is to any given role and how. Sie sollen sich aber ja nicht wagen, den wirklich im neuen Jurassic-Film als Hauptdarsteller anzukündigen. Aufs Plakat zu packen und dann wie bei Godzilla 2014 ihn einfach sterben lassen nach dem ersten Drittel. Nee. Aber der soll die Hauptrolle bekommen. Ich würde das so geil finden. Das wäre so ein gutes Zeichen. Wenn die es dann sogar schaffen, einen Jurassic-Film mit Bryan Cranston in der Hauptrolle schlecht zu machen, dann kann man auch nicht weiterhelfen. Dann hast du es eh verloren. How eccentric and down-to-earth the actor can be. His television breakout and resume hasn't been followed with as many film projects as you might expect, but Cranston's ability as an actor to fit into any story, whether dramatic, comedic, action-packed, it definitely warrants his casting in projects like this. Perhaps Jurassic Park 7 could be the project that he's looking for. Ich find's so geil einfach, wie man sich nicht entscheiden kann, ob man das Ganze jetzt
Jurassic World 4 nennt oder doch lieber Jurassic Park 7 oder doch irgendwie ganz anders, bleibt bei Jurassic World 4 erstmal. So lange, bis dann der Name Jurassic Era, das wird noch announced, glaubt's mir. Der heißt dann Jurassic Era, Bryan Cranston Hauptrolle. Das passiert genauso. This is fun! Really fun! Oh God, I just got him to stop the ice sculpting. And it seems the production of Jurassic World 4 will continue to add excellent talent, as Dr. Steve Brusatti is returning as paleontology consultant for the film as well, once again filling the role Dr. Jack Horner assumed on films in the past. Every Jurassic film has benefited greatly from the knowledge of dinosaur experts, and the next Jurassic World film will be no. Was ja auch so ein paar ja, Hinweise darauf geben könnte, dass die eventuell im neuen Film Dinosaurier eher so aussehen lassen werden, wie sie wohl früher wirklich ausgesehen haben, mit Fell und Federn, und dass man eventuell vielleicht sogar wirklich sowas einbaut wie Säbelzahntiger und Mammuts. Würdet ihr das cool finden? Säbelzahntiger und Mammuts? Oder wäre das dann so ein bisschen zu weit weg vom Originalschlag? Weil die gibt's ja auch schon in manchen Jurassic World Spielen. No different. Steve shared and confirmed the news on social media. It's happening, the reports are true, a new Jurassic World film is in the works, and I'll be back as consultant, helping the movie makers get a pulse on what we really know about dinosaurs. Honored again to follow in the footsteps of Dusty Dino, which is Jack Horner. Anyway, he contributed important dinosaur and creature insights on Jurassic World Dominion and is a great educator, author, and communicator in the paleontology and science communities. This announcement. Stimmt, stimmt. Ein Säbelzahntiger gab's sogar in Jurassic World Camp Cretaceous. Bitte ohne Federn, findest du das so schlimm? Weil ich fand jetzt der T-Rex, den man in Dominion am Anfang gesehen hat, der auch so ein bisschen Fell hatte, sah jetzt nicht schlimm aus. Auch der Pyroraptor sah doch ganz geil aus. Das würden die schon irgendwie hinkriegen, das Design cool aussehen zu lassen, auch wenn die Federn hätten. Solange der T-Rex nicht irgendwann anfängt, mit seinen kleinen Ärmchen loszufliegen wie ein Kolibri, dann passt das doch. Affirms that some thrilling prehistoric encounters are in store for audiences in the next Jurassic film. What a week of Jurassic news! Already in 2024, the future of Jurassic post Jurassic World Dominion is looking very bright. What do you think about Steve Brusatti returning as paleontology consultant for this film? And what are your thoughts on Bryce Dallas Howard's and Bryan Cranston's Jurassic comments? Would you like either of them to be a part of the talent that brings the next Jurassic World to life? Let us know in the comments, share your excitement for Jurassic World 4, and stay tuned to Jurassic Outpost, as there will be no shortage of news about the next Jurassic World film and of course other projects as we move forward. Ja. Also entweder interpretieren wir da jetzt alle sehr viel rein über die Aussagen, die die beiden getroffen haben, weil im Endeffekt wurden sie ja auch direkt gefragt, was haltet ihr von einer Fortsetzung von Jurassic World oder wärt ihr gerne mit dabei? Und die haben eigentlich beide nur eine Antwort darauf gegeben. Also Bryce Dallas Howard hat eben gesagt, wenn das Ganze weitergeht, dann wäre halt eine neue Generation von Schauspielern ganz geil. Und dann hat Bryan Cranston mehr als Spaß gesagt, oder jemand wie ich, so nach dem Motto, ich bin auch noch da. Also ich, das könnte ein Hinweis darauf gewesen sein oder so ein bisschen verbrabbelt oder ein Teaser darauf sein, aber es könnte auch einfach nur eine Antwort auf die Frage gewesen sein, die eben gestellt wurde.